Ja, hallo miteinander. Heute möchte ich euch ein Buch vorstellen. Und zwar ist es ein Kriminalroman, der den Titel hat Bärentritt. Das Buch ist geschrieben worden von Silvia Götschi. Worum handelt es sich echt? Man weiss das noch nicht so genau im Titel. Ob das jetzt um den Bär geht, der hier in Graubünden gesehen worden ist, oder was genau? Lesen wir mal, was hinten drauf steht. Davos im Ausnahmezustand. Kurz vor Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos geht bei der Polizei eine Bombendrohung ein. Fast zur gleichen Zeit verschwindet der Sohn eines Konsuls aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wenig später wird er tot aufgefunden. Allegra Gadish ist eine der letzten, die ihn lebend gesehen hat. Jetzt muss sie alle Kräfte aufbringen, um ihre Unschuld zu beweisen. Atmosphärisches Lokalkolorit, feiner Humor und eine außergewöhnliche Ermittlerin. Ein Davos-Krimi mit Tiefgang. Also das tönt doch schon vielversprechend. Ich möchte euch aber noch eine kurze Textstelle aus dem Buch, das ich hier gerade vorher gelesen habe, noch vorlesen. Allegra, du Spielverderberin! Gianluca entledigte sich des Pelzmantels. Ich fühle mich wie in einer Sauna. Wo hast du denn den her? Aus dem Kostümverleih. Ist es nicht zu früh für die Fasnacht? Ach, von wegen. Jetzt habe ich eine Wette verloren. Ich sah Gianlucas Kollegen an. Man hätte es auch beinahe abgenommen. Aus Abu Dhabi mit Gefolge. Ich schüttelte ungläubig den Kopf. Worauf hast du denn gewettet? Ja, das würden wir jetzt gern wissen. Aber das verraten wir euch nicht. Kaufen das Buch und lesen es.